Hallo zu einem neuen Short Review, Review Let's View des Filmalbums Nummer 1 aus dem Hause Bastei von Ghostbusters. Das Album zum Film von Ann Digby. Ja, Ghostbusters, einer der Kultfilme, der uns bis heute begleitet, der Einfluss genommen hat auf die Popkultur, wie auch, ja, wie viele der 80er Jahre Filme. Und das wollen wir uns gleich mal anschauen. Gleich vorne eine berühmte Pose von Venkman, Spengler und Stance, also Ray, Peter und Egan, die sich verteidigen, absolut kultig. Und ja, schauen wir uns einfach mal an. Das tolle Album. Das Ghostbuster-Logo, gekommen, um die Welt zu retten. Haben Sie nachts Angst vor seltsamen Geräuschen? Fürchten Sie sich in Ihren Keller oder auf den Speicher? Wenn die Antwort ja ist, sollten Sie keinen Moment länger zögern. Greifen Sie zum Telefon und rufen Sie die Fachleute, die Geisterjäger. Ja, hier sehen wir auch noch ein cooles Bild, wie sie mit den Protonenstrahlern schießen. So, ich versuche mal richtig in die Mitte zu setzen. Absolut kultig. Buch ist schon empfindlich, deswegen entschuldige ich bitte, wenn ich es nicht komplett knicke. Es ist halt auch schon seine Jahre, das ist hier auch von 1985. Der Film ist gerade rausgekommen, hier mit die Credits zu dem Film, Kapitel 1. So ein leichter Roman-Style hier, wie die Geschichte erzählt wird. Wir schauen uns das einfach mal an. Ja, hier ist, das ist der Roman. Oben der Test von Venkman bei seiner armen Studentin, unten der erste Geist, der gesehen wird in der Bibliothek. Sie haben es mit Schrecken aufgenommen. Ach, hier sehen wir nochmal den Schrecken. Rechts ein schönes Bild von Harold Ramis, der auch leider verstorben ist. Und an dem Tag, wo ich jetzt dieses Video zu Ghostbusters hier aufnehme, das möchte ich auch Harold Ramis und auch Ian Reitman widmen, also den beiden, die jetzt zurzeit von diesem Hauptcrew mir bekannt verstorben sind, denn Ian Reitman, der Regisseur, ist 2 Tage vor der Aufnahme dieses Videos verstorben. Und ja, ich möchte ihm auch gedenken, indem ich dieses Album wunderbar durchschaue. Das ist ein Film, ja, also ich selbst durfte ihn damals 85 nicht wirklich sehen. Meine Eltern waren nicht von diesem Geisterthema begeistert und ich brauchte halt Erlaubnis fürs Kino. Deswegen habe ich ihn erst Jahre später gesehen. Aber ja, Sigourney Weaver dort, Dan Aykroyd, absolut kultig. Ja, auch hier. Janine. Die Sekretärin, die auch weiterverfolgt, die Rolle ja mehrfach gespielt hat und auch jetzt im Ghostbusters Legacy im Neuesten noch eine kleine Rolle hat, wie die anderen auch. Also großartig. Ja, Slimer, einer der berühmtesten Geister überhaupt. Interessanterweise, dass das Bild hier unten total grün ist, also ob die Farbe wirklich vom Druck fehlt. Das weiß ich gar nicht, ob das beabsichtigt ist oder nicht. Auf jeden Fall passt es ganz gut zu dem Thema He Slimed Me. Kann natürlich auch sein, dass das Bild durch Slimer entstanden ist, also das Screenshot besser gesagt, in dem Moment, diese Sekunde. Ja, hier auch, wie sie den Geist, wie sie Slimer fangen. Unten aus dem Werbespot, ach, großartige Bilder. Ich muss euch da nicht viel zu sagen, ihr kennt sie. Wahnsinn. Winston Sedmore. Dritte im Bunde, Dana, also Sigourney Weaver. Ja, da haben wir auch noch mal oben das Team. Dann hier, ach, der. Die Hundewache, wie lebendig wurde. Und dann auch im Bett auftauchte da, das war schon unheimlich. Aber hier wird die Geschichte so ein bisschen, das ist ein bisschen der Roman, Light. Ja, die besessene Dana auf Peter Wankman. Ich kann mich an diese Szene nicht ganz erinnern. Ich habe sie ja mal anders in Erinnerung, aber es ist schon Wahnsinn. Unser lieber Rick Moranis, absolut kultig, wie er ja
die Rolle sozusagen auch wiedergibt. Also er hat sehr, sehr viel improvisiert und interessant war, eigentlich sollte der Schauspieler John Candy diese Figur spielen, der kam aber gar nicht damit zurecht und ja, so hat er die Rolle bekommen. Unten die die Feuerwache. Der böse Beamte der Stadt, der schließen möchte, der ja auch den bösen Reporter in Stirb langsam 1 gespielt hat. Oder den widerwärtigen. Auch geiles Motiv vom Ghostbusters-Wagen. Ja, großartige Bilder. Auch hier ausgelassenes Bild, nachdem die beiden ja die Zeremonie vollzogen haben. Das Finale kommt. Ghostbusters werden applaudierend zu dem letzten Gebäude, wo sie das Böse besiegen müssen, chauffiert. Ja. Und dann gab es auch Erdbeben. Also es ist schon echt, echt klasse. War auch interessant, dieses mit der Erdspalte da so weiter, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Also unter den Füßen der Ghostbusters, also sie konnten als Spalte rausklettern. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht dran erinnern, ob das drin war. Mehr. Ich habe den Film gesehen, aber ich musste jetzt überlegen. So diese Szene, wo sie rausklettern, ich weiß es nicht. Interessant. Muss ich nochmal ein bisschen drauf achten. Ja, hier, wie sie am Tempel sozusagen dann Gozer besiegen. Auch sehr, sehr witzig hier gemacht. Mit dem Marshmallow-Mann auch. Ja, haben wir die Seite jetzt gerade überschlagen? Ja, hier der Kampf. Ich habe ein paar Seiten überschlagen. Da kommt der Marshmallow-Man. Auch eine der berühmtesten Szenen überhaupt. Stay Puffman. Wahnsinn. Ja, das Böse kommt nicht immer in. Kommt auch in süßer Form. So, haben sie ihn besiegen müssen. Sind sie die Strahlen kreuzen. Auch eine spontane Idee. Am Ende wussten, wenn man sich den Audiokommentar vom Film anhört, dann haben sie darüber gesprochen, dass sie nicht wussten, wie sie komplett das ändern, weil sie am Anfang gesagt haben, wir dürfen nicht die Strahlen kreuzen und dann, ja, machen wir es doch. So kommt das. Ach, Wahnsinn. Da ist schon wieder eine Seite, habe ich überschlagen. Ja, das Böse ist besiegt, die Energiestrahlen. Hier seht ihr alle, die meisten von Marshmallow-Resten überzogen. Ja, dann sehen wir noch, wie sie feiern. Auch hier ein geiles Motiv, der Geisterjäger. Und Peter lässt sich feiern. Ja, das war's. Hinten nochmal das Logo mit den Credits. Ja, das war das Filmalbum Nummer 1, Ghostbusters, zum 1985er Klassiker. Einfach Wahnsinn. Schöne Erinnerung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und ich werde mir den Film demnächst nochmal anschauen, denn auch, wie ich sagte, zum Gedenken an den verstorbenen Regisseur Ian Reitman und Harold Ramis. Hier, Igen. Ja, da gehört sich das, dass man die Filme auch immer mal wieder schaut, damit sie nicht vergessen werden sozusagen. Ich danke euch für alles. Ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, darüber freue ich mich und ja, kommentiert. Sagt mir, was eure Erinnerungen zu Ghostbusters waren. Bis dahin oder bis zum nächsten Mal.